Am Wort ist nun Tanja Graf von der ÖVP. Schnellere Verfahren, mehr Flexibilität und leichtere Voraussetzungen waren die langjährigen Forderungen unserer Betriebe. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, wir können heute die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte beschließen. Aktuell eines der drängendsten Themen bei uns in den Betrieben ist eben nicht neben dem Personalmangel gerade der Facharbeitermangel. Ein ganz großes Thema. Künftig können mit dieser Reform qualifizierte Arbeitnehmer nach Österreich kommen. Und unser Minister hat es schon erwähnt, wir haben in Österreich einen Rekord an offenen Stellen. Und viele Unternehmer suchen wirklich händeringend Personal. Dazu kommt eben, dass mit der demografischen Entwicklung der Fachkräftemangel in den nächsten Jahren noch stärker wird. In Salzburg verzeichnen wir aktuell 13.400 offene Stellen. Das sind mehr offene Stellen, als Arbeitssuchende vorhanden sind. Gerade unser Tourismus in Salzburg hat jetzt voll durchgestartet, was uns natürlich sehr freut. Die Leute fahren wieder nach Österreich in Urlaub, haben sich für unser gastfreundliches Österreich entschieden und auch für unser schönes, kulturelles und gemütliches Salzburg entschieden. Und ich bin schon der Meinung, dass wir keinen Gast hungrig nach Hause schicken sollen, weil uns der Koch in der Küche fehlt. Das darf uns nicht passieren. Auch unsere gewerblichen und Industriebetriebe brauchen dringend Fachkräfte. Daher ist diese langersehnte Reform ein wichtiger Schritt für unseren Standort, für Österreich und für unsere Betriebe. Wichtige Eckpunkte wurden schon erwähnt, schnellere Abwicklungsverfahren, die Kriterien haben sich verändert, auch die Anerkennung der Berufserfahrung, die nicht im selben Beruf stattfinden, werden besser beurteilt und die APA-Work in Austria wird zukünftig unsere Unternehmer als zentrale Anlaufstelle zur Beratung dienen. Da ist es dabei ganz wichtig, dass die APA die Berechtigung hat, Informationen für Verfahrensstand und Verfahrensdauer einzuholen. Und sie bekommt auch die Einsicht. Unsere Unternehmen brauchen diese Entbürokratisierung. Und Kollege Loacker, Sie haben erwähnt, dass das eine zweite Behörde ist. Dem muss ich widersprechen. Die APA ist keine zusätzliche Behörde. Sie arbeitet eng mit diesen Behörden zusammen und unterstützt bei einem ganz wichtigen Ziel. Und das Ziel ist, Fachkräfte nach Österreich zu holen. Das sollte unser gemeinsames Ziel sein. Und da unterstützt die APA gemeinsam und sie unterstützt auch unsere Betriebe, indem sie Verfahrensauskunft geben können. Das ist ein wichtiger Schritt, um eben auch ihre immer wieder erwähnte Entbürokratisierung reinzubekommen. Und ein Thema wurde noch nicht erwähnt. Was hat sich noch geändert? Auch Fachkräfte, die nur projektbezogen bis zu 6 Monate nach Österreich kommen wollen, haben hier eine Vereinfachung. Sie brauchen nur mehr ein Visum und eine Beschäftigungsbewilligung. Das Verfahren hat sich somit gekürzt. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir ein wirtschaftliches Wachstum verzeichnen können, wenn wir auch qualifizierte Zuwanderung nach Österreich zulassen. Und das erfolgt jetzt mit dieser Rot-Weiß-Rot-Kartenreform. Eines muss ich auch gleich sagen zum Kollegen Wurm. Natürlich ist es unsere Aufgabe, von unseren Betrieben auch Lehrlinge weiter auszubilden. Das machen wir auch gerne. Ich bin Lehrlingsbotschafterin in Salzburg und ich kann Ihnen eines sagen, die österreichischen Betriebe bilden derzeit 92.000 Lehrlinge aus. Und auf die sind wir stolz. Denn eine Lehre ist eine Karriere und gemeinsam werden wir auch dem entgegenwirken, indem wir noch mehr Jugendliche dazu bewegen, eine Lehre mit Karriere diesen Weg einzuschlagen. Vielen Dank. Tanja Graf von der ÖVP, sie ist Energiesprecherin ihrer Partei und Unternehmerin in Salzburg und, wie sie sagt, Lehrlingsbotschafterin. Das Ziel ist es, Fachkräfte nach Österreich zu holen und dafür ist das Instrument der Rot-Weiß-Rot-Karte, dafür ist die Rot-Weiß-Rot-Karte das richtige Instrument.